Sieht aus wie eine Duschkabine, ist es aber wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Was ist das für ein Teil? Das ist unser Luftreiniger. Aha. Also AirCube wird er genannt. Wir reinigen die Luft, zum Beispiel wenn einer ein Bad sein in der Sanierung bewohnten Räumen. Mhm. Ja? Ja. Da wohnen die Leute drin, die Frau Müller möchte keinen Dreck haben in der Wohnung. Hat sie aber normalerweise, wenn die Handwerker kommen. Ne? Normalerweise, aber der Handwerker kommt und sagt, Mensch, ich habe was für dich. Mhm. Ich habe hier einen Luftreiniger, bau das Ding ein, du hast es nicht. Also verkauft der Kunde seinem Kunden noch einen Mehrwert. Mhm. Ich arbeite staubfrei. Das ist natürlich eine schöne Sache. Kannst du mir das mal zeigen? Kann ich gern zeigen. Ich dampfe das jetzt mal ein, ganz kurz. Wir simulieren jetzt das Staub. Normalen Staub. Somit simulieren wir jetzt hier. Und im Normalfall wäre das jetzt so, dass der Staub würde sich so langsam in der ganzen Wohnung verteilen. Genau, der würde sich in der Wohnung verteilen. Man hat überall den Staub und man muss nachreinigen. Mhm. Der Handwerker muss für die Reinigung nachher sorgen. Ja. Ja. Ich schalte jetzt kurz das Ding ein. Man sieht jetzt, wie jetzt hier die Luft reinkommt hier oben. Und jetzt läuft die Luft hier rein. Ah, okay. Und jetzt wird sie hier gewaschen. Man sieht, den Flow hier geht runter in den Schlauch, in den Grobfilter, Feinfilter und kommt hinten mit 99,95 gereinigte Luft raus. Wow. Also ich kann das im Nebenraum rausblasen lassen, nicht ins Freie. Aha. Das ist nochmal ein großer Vorteil für den Handwerker. Absolut. Ja. Und damit ist er fein raus. Okay.